Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zu meinem HTML5-Lehrgang für HTML5 für Einsteiger. Wir sind mittlerweile bei der sechsten Lektion angelangt und wie immer der Verweis, weitere Unterlagen und genaueres Nachlesen kannst du unter www.html5-wir-lernen.at. Wir gehen also in die sechste Lektion und ich möchte jetzt hier vermitteln, wie man Zeilenumbrüche einfügen kann, Absätze, Zitate und einen präformierten Text. Schauen wir uns hier die konkreten Beispiele an. Wir haben hier eben ein Beispiel eines HTML-Grundgerüstes und hier innerhalb der Bodytext. Bodytext sind ja jene HTML-Vokabeln, die immer paarweise oder meistens paarweise vorkommen. Hier innerhalb des Bodytext befindet sich ein Text und dieser Text wird dann zeilenweise umgebrochen mit Hilfe des BR-Tags. Wenn dieses BR-Tag hier nicht wäre, dann würde alles in einer Zeile dann praktisch erfolgen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hier haben wir das Beispiel. In Firefox geöffnet, in einem eigenen Tab. Wenn wir uns den Seitenquelltext anschauen, dann sehen wir hier, dass an der Stelle, ist der Beistrich, der BR-Tag eingefügt, erfolgt dann auch der Zeilenumbruch. Wir können das natürlich auch verändern. Ich hole mir jetzt hier da den entsprechenden Quelltext, gehe dann in den Editor Scriptly hinein, kann hier eine neue Datei öffnen, wähle eine HTML-Datei, stelle mir UTF-8 wieder ein. Und kann jetzt hier dann, ich lösche das jetzt hier und füge jetzt hier den Quelltext, den ich vorher markiert und kopiert habe, hier ein. Dann kann man das hier in der Vorschau anzeigen lassen, wenn ich hier ein BR entferne. Dann wieder auf Vorschau gehe, ist dementsprechend dann hier die Zeile etwas länger. Das heißt, BR dient hier dazu, diesen Zeilenumbruch voranzubringen. Nächster Beispiel sind dann die Absätze. Absätze, Englisch Paragraph, werden hier mit einem Paragraph-Tag, mit einem P-Tag begonnen. Wenn wir uns hier diesen Quelltext anschauen, wiederum das HTML-Grundgerüst, werden diese Zeilen hier immer wieder mit einem Paragraph praktisch umschlossen. Ich klicke hier auf Beispiel, bekomme das hier angezeigt. Zeigen wir, lassen wir wieder den Seitenquelltext anzeigen, und da sieht man, dass hier etwas sich tut, nämlich nach dem Beistrich hier, nach dem Punkt, eben nachdem hier der Endtag gesetzt wurde. Und da sieht man, dass die Paragraphs, diese Absätze, dann voneinander abgegrenzt sind durch entsprechende Zeilenabstände. Und so werden eben diese Textbereiche eben dann optisch hervorgehoben. Was gibt es noch? Hier gibt es noch das Beispiel von Zitaten mit Hilfe des Tags Blockquote für Zitieren. Für geblockte Zitat steht das hier. Und es kam ja öfter vor, dass man Texte in eine Webseite einfügen möchte. Und dafür gibt es im HTML die Möglichkeit, das Tags Blockquote zu verwenden, hier Anfangs- und der Endtag. Und eine Besonderheit ist hier, dass es hier Eigenschaften gibt, Attribute gibt, die man mit Hilfe von Site zuweist. Und das hier ist, wie es unschwer zu erkennen, ist eine Internetadresse. Und diese Internetadresse soll darauf verweisen, woher dieses Zitat ist. Schauen wir uns wieder das Beispiel hier im Firefox an und auch den entsprechenden Seitenquelltext. Sieht man wieder den entsprechenden Grundgerüst von HTML5 und hier Blockquote Site HTTP und das ist hier nicht eingeblendet. Das heißt, der Verweis, woher dieses Zitat stammt, ist an und für sich hier nur demjenigen zugänglich, der jetzt hier diesen Quelltext öffnet, beziehungsweise Suchmaschinen werten diesen Eintrag für Site dann aus. Damit der normale Nutzer einer Webseite trotzdem erkennen kann, woher dieses Zitat ist, empfehle ich hier online im Internet die Formulierung hier zu wählen, bei zum Beispiel welcher Seite das war, Datum anzugeben und dann die Internetadresse, die URL noch zusätzlich hinzuzufügen, damit das Ganze dann wirklich auch ordentlich zitiert ist. Nächste Möglichkeit hier etwas hervorzuheben ist der sogenannte präformierte Text. Und so ein präformierter Text hat wird bewirkt durch den Prä-Tag, ja, den Anfang, sondern End-Tag. Diesem gibt es keine zusätzlichen Eigenschaften, Attribute wie vorher. Man fügt einen Text ein zwischen diese Prä-Text und das Tolle daran ist, dass der Zeilenumbruch genau an der Stelle bewirkt wird, an der man dann auch im Editor dann dieses Enter dann vollbringt. Wenn wir uns das Ganze hier mal markieren, gehe jetzt in dem Fall hier in den Editor Scriptly hinein, füge die ganzen da hinein, sieht man hier diesen Prä-Tag, ich gehe auf Vorschau
Und es wird hier dann tatsächlich umgebrochen, obwohl ich gar keinen BR-Tag verwende. Wenn ich jetzt hier dieses Pre wegnehmen würde und dann auf Vorschau gehen würde, sieht man, dass dieser Text hier so durchläuft. Ich kann es so und so machen. Und hier oben sieht man etwas ganz Tolles in dieser Webvorschau bei Scriptly, dass man hier die Auflösung einstellen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel für ein sehr kleines Handy-Display entwickeln würde, dann würde ich sehen, dass meine Webseite hier gleich umgebrochen werden würde. Bei einem größeren Tablet zum Beispiel würde man diesen Bereich hier dann sehen. Ja, dann werden wir gleich sehen, den Unterschied, wenn ich hier diesen Pre-Tag einfüge, dann könnte ich hier das so machen. Ich zeige dir mehrere Möglichkeiten. Pre, die Autovervollständigung, und dann könnte ich jetzt hierher gehen, könnte mir den Text hier ausschneiden. Erst markiere natürlich dann rechte Maustaste ausschneiden. Ich gehe hier herein und gehe auf Einfügen. Und habe dann hier diesen Text innerhalb des Pre-Tags. Oh, Speicher brauche ich jetzt nicht, gehe auf Vorschau, habe es wieder umgebrochen. Noch geschickter geht das. Das ist ein kleiner Tipp hier zum tollen Editor. Ich markiere wieder den Text. Rechte Maustaste, markierten Text bearbeiten und dann in Tag einschließen. Wenn ich hier dann Pre eingebe, wird hier automatisch auf der rechten Seite ebenfalls eingefügt. Ich klicke hier auf OK und man sieht schon, dass der Text, den ich markiert hatte, hier eingefügt ist. Und das funktioniert natürlich wiederum. Ja, das soweit zu diesen verschiedenen Möglichkeiten mit Texten umzugehen. Im Abschluss empfehle ich dir natürlich wiederum, dass du hier die Aufgabenstellungen dir etwas genauer anschaust, um dann dein Wissen, das du hier bekommen hast, eben zu verfestigen.